Jo, mind if I warm my bones? Was? Oh, y'all knew this was Murphy Hills. Was zum Geier? Be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Everything bought and paid for. And we're gonna protect what's ours. Y'all bro. Be careful where you wander. Bro. Let's go. I think you got the message. Go kill you next time. Junge, was willst du, Alter? Was willst du? Warte. Nein. Die kleinen dreckigen Bastarde. Wer, hä? Klein Bastarde, Alter. Friss das hier. Wer seid ihr, hä? Ja. Ich will campen, wo ich will, okay? Habt ihr es verstanden? Ja, Leute. Das war jetzt gerade wirklich... What the fuck? Ja, Leute. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead 2. Ich wollte gerade die Folge anfangen mit dem Lagerfeuer. Und dann kommt auf einmal die Murphy. Warte schon, der Brot? Murphy Brot? Wer ist das? Die sehen auch ein bisschen komisch aus, ne? Und ja, ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Das habe ich auch noch nie gesehen, Leute, ne? Das habe ich auch noch nie gesehen, dass die hier irgendwie uns angreifen. Das habe ich... Ich habe das Spiel schon so lange gespielt und ich habe das... What the fuck? Krank. Das ist krank. Oder warte mal, sind das vielleicht die Kinder von dieser komischen Familie auch von der Nebenmission? Egal, Leute. Da würde ich sagen, gerne liken, wenn es gefallen hat mit jedem Video. Wir haben letzte Folge einiges entdeckt auch. Also, das ist schon sehr, sehr krass. Und warum wird es jetzt auch immer nebelig? Was geht denn hier jetzt ab, Alter? Ah, das ist der Trap Hour. Ich dachte gerade schon, wer ist das? Leute, da würde ich sagen, wir reiten jetzt mal zum Camp zurück. Und fangen eine neue Mission an. Alter, ich bin gerade voll überrascht, Leute. Ich wollte gerade neben dem Trapper ein Lager aufschlagen, die Folge beginnen, die Folge aufnehmen und dann kommen auf einmal irgendwelche zwei Crackheads und sie überfallen uns einfach. Was zum Geier? Kennt ihr das schon, Leute? Wer ist das denn jetzt oben? Das ist noch ein Camper. Sind das... Warte mal, ist das von denen vielleicht? Ist das vielleicht von denen? Was ist das denn jetzt hier wieder für ein Lager? Oh, das sind Füchse. Oh. Fuchs wäre sogar perfekt. Wir nehmen uns mal eins mit, würde ich sagen. Ne? Also, ne, Leute. Psch, 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 ja. Ein perfektes Fuchsfell. Dankeschön. Können wir mehr tragen vielleicht? Dann würde ich sogar mehr tragen. Komm mal runter zu mir. Komm mal runter zu mir vielleicht, Ferdilein. Ich brauche dich hier unten schnell. Aber warte mal. Wir können sogar mehr mitnehmen, ne, Leute? Wir können ja alles überlappen hier mit diesem Dings. Genau, dann nehmen wir noch eins mit, oder Leute? Heute das mal, Alter. Nice, noch ein perfektes Fell hier. Ja. Och, Ava. Das war doch nicht so hoch, Ava. Das war doch vollkommen okay. Okay, dann würde ich sagen, verstauen nochmal. Und dann ab zum Camp, Leute. Bis gleich. Alter, gönnt euch das mal, Leute. Das ist so schön, ey. Da oben sind noch mehr Menschen. Wollen wir die mal besuchen gehen? Wir gehen hier mal besuchen, oder? Hey there, friend. Come. Stop on by for a moment. The name's William. Hey, William. Wir sagen mal Hallo zu William. Was auch immer er von uns will. Arthur. Wir grüßen mal. With the study of plants, my friend. Familiar aim. Quite the word I'd use. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential.
You see, there are thousands, maybe millions of plants. All across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all. To know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. Well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. Okay, das ist also irgendein Pflanzentyp, der uns was herstellen kann. Ich suche Schafgarbe. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct sunlight. Habe ich denn die Schafgarbe? Gib Wurm die Pflanzen, die du hast. Ich habe doch welche, oder wie? Ich habe nicht so viel gepflanzt, beziehungsweise abgerodet. Ich habe doch Schafgarben. Ah. Ich habe doch Schafgarben, wusste ich gar nicht. Also, ich glaube, der Typ ist ein bisschen sass, ne? Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist er gar nicht so böse. Oder will sie aber nur rauchen? Keine Ahnung. All this help? You deserve something in return. Arznei nehmen, er ist doch nicht böse. This can cure almost all maladies to your Pferdewecker. And otherwise, don't ask how. Now, okay, okay. Mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. Ciao, William. Dankeschön. Pferdewecker auch sehr, sehr wichtig, falls unser Pferd dann irgendwie schwer verletzt ist und auch vor dem Tod ist. Da können wir unser Pferd da wiederbeleben mit dem Pferdewecker und dann ist er wieder auf seinen vier Beinen. Okay, William, dankeschön. War mir ein Vergnügen hier mit dir. Ja, dann würde ich sagen, reiten wir zurück zum Dorf schnell und dann ab zur Mission. Ich trudle wieder rum, ey. Es ist unglaublich. Bill, ich bin's, Bill. Ich bin's immer, Bill, okay? Also merkst du, wenn ich so schön reize. Okay, da würde ich sagen, machen wir mal diese Strauss-Mission, die auch, glaube ich, sehr, sehr krass ist. Ja, und auch sehr wichtig sein wird für die späteren Verläufe der Story. Wir müssen noch genug Geld haben eigentlich. Wir haben sehr viel Geld bestimmt. Wir sollten mal ein bisschen spenden. Wir haben jetzt in der Lagerkasse $51. Wir können ja mal $10 raufpacken oder so, ne? Können wir ein bisschen noch was spenden hier. Denn ich würde gerne mal unser Dorf verbessern. Mehr Ausrüstung haben, vielleicht auch mehr Essen. Mehr Munition wäre auch umso besser. Dann machen wir es mal. Wir haben, glaube ich, Schmuck gefunden, oder, Leute? Mit Beitrag leisten, genau. Wir haben sogar mehr. Oh. Oh, oh, oh. Gegenstand spenden. Was haben wir denn so Schönes? Wir machen mal das, den Federhalter von Jimmy, der uns das gegeben hat, als wir ihn nicht getötet haben bei der Anstelle. Wir machen das mal. Komm, spenden wir das mal, Leute, würde ich sagen. $10 spenden schnell. Gern geschehen, Gruppe, gern geschehen. Sehr gut, okay. Wir haben sogar aber $139 hier, laut meiner Liste oben rechts hier. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem lieben Herr Strauss oder halt dem deutschen Herr Strauss. Sollte, glaube ich, ein Deutscher sein, ne? Eigentlich, ne? Der Strauß. Ich glaube, er hat sogar einen deutschen Akzent drauf. Oder kann auch ein bisschen Deutsch sprechen. Ich glaube, das war dann auch dann erst später so der Fall. Okay, Herr Strauß. Herr Morgan! Herr Morgan! Ja, er ist Deutsch. You busy, my friend? Er ist Deutsch. Herr Morgan, sagt er. Nee, Herr Strauß, ich bin nicht beschäftigt. Was ist denn Ihre Problematik? Erklären Sie mal. I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen den Mafia-Boss und treiben mal die Schulden ein hier, ne? Sonst gibt's große Probleme hier. Können wir es dann eigentlich während einer anderen Mission machen oder können wir es dann... Ah nee, das ist jetzt unsere Hauptmission. Dann... Ah, warte mal, ist das nicht die Ranch, die wir davor gesehen haben auch? Wo der Typ gesagt hat, wir sollen uns verpissen oder was? Eine andere Ranch. Das ist neben Mr. Wröbel. Auch ein Deutscher? Wröbel ist irgendwie ein bisschen europäischer als amerikanisch oder irgendwie auch südamerikanisch. Ja, wo alle gefühlt Sanchez oder Hernandez heißen. Okay, Herr Strauß, ich mach das sehr gerne. Dann reiten wir mit dem Cracky dorthin. Wir können unser Fuchsband noch spenden, würde ich sagen. Oder wir verkaufen das einfach und können dann mit dem Geld dann wieder bei der Lagerkasse was spenden. Also können wir eigentlich alles machen. Also wir haben die Welt offen für uns. Dann würde ich sagen, reiten wir es mal zu dem Herr Wröbel oder Wröbel. Uns treiben ein bisschen Geld ein, ne? Schulden, sind nie was Gutes, ne? Und wenn man hier in diesem Zeitalter im Wilden Westen es nicht bezahlt, dann hast du schneller eine Kugel im Koffer zu gucken kannst, ne? Deswegen immer schöne Schulden zahlen, Leute, ja? Deutschland und Schulden oder generell Finanzen, das kann euch richtig ins Knie ficken irgendwann, wenn ihr es nicht richtig macht. Ey, oh, warte mal ganz kurz. Das mal... Ah, ich wollte ihn gerade töten zwar, aber... Egal, machen wir andermal, würde ich sagen! Sorry. Ich glaube, es war ein Hase, ne? Egal, scheiß auf den Hasen, Leute. Wir reiten mal zu diesem Herr Wröbel, wie gesagt. Herr Wröbel! Wir brauchen dein Geld. Jeden Cent brauchen wir. Hier hochreiten, ne? Genau. Na, komm mal! Ist aber so schön hier, muss ich sagen, ne? In der Dunkelheit von Red Dead 2. Ah, hier ist es schon. Ah, oh. Besuche das Gebiet. Okay, dann würde ich sagen, ein Revolvermesser müsste reichen, falls sie ihm aufmucken. Ne, genau. Revolver reicht, würde ich sagen. Es war auch ein bisschen spät, ne, Leute? Also, ich glaube, jetzt noch so klingen wäre ein bisschen unverschämt, aber... Schulden sind Schulden, ne, Leute? Aufmachen. Knock, knock, Mr. Robe. Oh. No, przepraszam, co pan robi w moim domu? Ah, er ist sogar Pole. God damn it. Geld. English? You speak English? Me, Silesia. Yeah, good up for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, the Kaiserreich, I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. Ey, rück lieber das Geld raus, Bruder. Irgendwas musst du doch haben, ey. Wir müssen alle doch ein bisschen überleben, ne? Wir müssen doch alle ein bisschen überleben. Ich verstehe kein Polnisch. Gib mir dein Geld, Junge. Gib mir alles, was du hast. Ob Schmuck oder irgendeinen Cent oder irgendwas anderes. Eine Kerze, einen goldenen Kerzenständer. Irgendwas Goldes. Genau, was Arthur gesagt hat. Irgendwas, Junge. Geld? 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 Geld. Geld. No. Ich habe fast abgedrückt. Nicht töten, Arthur, nicht töten. It's good. Das war gerade close. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there? Yes. Okay, Jinguye, mein Freund. Jinguye. Bewegen. Ah, der wollte sogar verstecken. Habe ich gar nicht bemerkt, muss ich sagen. Was ist denn das hier? Ey. Oh, goldener E. Oh. Schon ein bisschen ehrenlos, ne? Aber Schulden sind Schulden, Bre. Schulden sind Schulden. Und der hat auch gesagt, wir sollen dir nicht vertrauen, ey, den Amerikanern oder den Preußen oder was auch immer. Ey, du hast die Schulden eingetrieben. Du hast die Schulden hier entstehen lassen, nicht wir. Wir müssen auch überleben, ne? Du suchen.
Nimm alles, was du hast, aber keine Unterwäsche, ne, Arthur? Das ist ja klar, ne? Keine Unterwäsche hier. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Oh. Da ist eine Karte, sehe ich gerade. Kann man die irgendwie einstecken oder so? Oder ist es nicht wichtig? Nicht wichtig anscheinend. Okay, alles klar. Ist hier irgendwas anderes? Sie hat da gar nichts hier, der Fröbel. Sag doch, wo du irgendwas hast, Bray. Hast du irgendwas anderes hier irgendwo in diesem Haus? Oder hast du hier nur Schrott? Das Ehebett? Ist hier irgendwas vielleicht? Der Spiegel vielleicht? Kann auch vielleicht wertvoll sein, oder? Ein Spiegel? So? Ja, ein Scheißdreck. Klamotten und was ist hier? Ja, gar nichts. Eine Pfeife und ein Buch. Ist hier irgendwas in der Garderobe? Na, nur Klamotten. Ja. Ja, ja, also die Ausbeute ist jetzt nicht so geil, ne? Die Ausbeute... Truhe. Ah, nee, obwohl... Warte mal ganz kurz, ich rede jetzt nicht so früh hier. Was haben wir denn hier so Schönes? Ein Spaten. Küche. Was haben Sie hier noch? Ah, hier ist doch irgendwas zum Untersuchen. Der ist ein bisschen... Antike Taschenuhr, oh ja. Ey, mach keine Faxen, ja? Mach keine Faxen, ja? Ey, ja, war eigentlich voll gemein, ne? Muss ich sagen. Wir sind aber ein bisschen gemein, aber... Wir müssen überleben, Leute. Wir müssen überleben. Leider Gottes. Also, schlagen? Ausrauben? Boah, es ist doch ein bisschen zu viel, oder? Doch ein bisschen zu viel des Guten. Zigaretten? Ja, können wir auch sogar mal vielleicht ein paar rauchen. Okay, das reicht. Ich wollte noch ein bisschen mehr klauen, aber... Na, ich mache noch ein bisschen mehr. Stecke die eingetriebenen Schulden in die Spendendose oder treibe weitere Schulden ein. Okay, wir machen noch ein bisschen... Oh, hier ist noch ein bisschen was. Oh, Silberohrstöck. Nö, nö. Oh, hier ist doch Dosenpfirsiche. Oh, Corned Beef. Oh, Pfirsich und Beef zusammen. Pfirsich als Nachtisch und Beef als Hauptspeise. Danke. Oh, ist auch ein Wundertonikum. Dankeschön. Nehme ich gerne an, nehme ich gerne an. Okay, dann würde ich sagen, Herr Fröbel, war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäft zu machen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Dann zur nächsten Mission. War eine kurze Mission, aber auch eine spaßige Mission. Dann reiten wir jetzt mal zurück zum Dorf, einfach zum Camp. Und geben mal die Sachen mal ab hier. So, stecke die eingetriebenen Schulden in die Lagerkasse. Die Frage ist, wie viel muss ich denn bitte eingeben? Ich hoffe, das wird das Spiel für mich selber schon machen. Und ich muss jetzt nicht alles selber raussuchen oder so. Ich hoffe, das wird schon für mich hier eingestellt. Oh, Dutch. Was geht, Dutch? Lies ein Buch, wa? Ich mache gerade alles für das Dorf hier geführt. Junge, du liest einfach ein Buch hier. Geh mal Geld antreiben, Dutch. Ah, genau, hier alle eingetriebenen Schulden abliefern. Genau, mach das mal. Würde ein bisschen was behalten, muss ich sagen, aber... naja, egal. Ah, ich kriege sogar auch einen Anteil. Okay, okay, okay. Okay, mein Anteil $4. Mhm. Ist okay, ist okay, ist okay. Benutze das Kontrollbuch, um eine Verbesserung für das Lager zu kaufen. Ah, das ist jetzt auch was ich mir schon erhofft habe, dass es jetzt eingefügt wird, Kontrollbuch untersuchen. Das wird ja, glaube ich, dann vom Spendendingsbetrieb einkassiert, ne, das Geld. Also halt von der Spendendose. Ah, ich sehe gerade, Sadie hat was gegeben, Javier, Tilly, also nicht nur wir sind diejenigen, die hier was geben, aber ich denke, wir sind jetzt auf jeden Fall die Menschen, die schon am meisten gegeben haben, oder? Ich meine, $38 haben wir hier, Fröbels Wertsachen... Wir haben noch mehr dazu gegeben, Leute. Das ist doch nicht alles. Mit Federhals, aber wir hatten davor noch $10 gegeben, oder nicht? Ja, wir sind irgendwie nicht mehr drin in der Liste, obwohl ich davor schon gefühlt 20 Millionen Euro gespendet habe. Okay, alles klar. Strauß Arzneiwagen. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagens und füge Schlangenöl hinzu, um dein Dead Eye aufzufüllen. Wir können jetzt sogar... Wir kaufen bei Disney, würde ich sagen. Das ist geil. Genau, jetzt ein Arznei für Herr Strauß, also halt so ein Arzneiwagen. Können wir hier einiges einstecken sogar, das ist sehr, sehr geil.
How did you get on, Herr Morgan? Ah, okay. Called in on the small holder, Robel. Didn't even speak. Ich hätte noch mehr gemacht, aber egal. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Okay, Herr Strauß. Das machen wir dann mal andern mal hier. Nein. Ich wollte noch einen neuen Wagen kaufen. Einen Vorräte-Wagen vielleicht. Das ist jetzt die Mission für Herr Strauß, genau. Und das ist jetzt eine Mission mit Reverend Swanson. Und das ist jetzt, wer? Kieran. Versuche von Kieran Informationen über die O'Driscolls zu sammeln. Ah, das ist dann dieser Typ, der gefangen worden ist von uns. Wir machen das mal, würde ich sagen. Die Mission von Herr Strauß machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann würde ich noch sagen, kaufen wir noch einen Wagen mit Munition oder Vorräten. Was wäre besser, Leute? Wir kaufen dann eh beides. Wir haben noch genug Geld eigentlich, ne? Auf in $15. Waffen, Munition, Unterkunft. Inspiriert Bandenmitglieder mehr beizutragen, können wir auch dann eigentlich irgendwann machen. Aber das Geld ist doch ein bisschen knapper. Wir kaufen mal die, haben wir schon so einen Wagen? Wird nur erhöht. $60! Wir kaufen doch lieber das, Leute. Wir kaufen ja Pearson Speisewagen nochmal. Okay, dann würde ich sagen, reicht es erstmal auch. Wir müssen dann auch mal bei Pearson mal vorbeischauen. Ein bisschen mehr klauen, ein bisschen mehr essen einfach. Dann haben wir es eigentlich schon relativ gut geschafft hier. Dann, nehmen wir jetzt mal von der Strauß noch ein paar Arzneien und dann noch von Herr Pearson ein paar Essensgerichte oder Reste oder Dosen. Ich glaube, da vorne kann man schon was nehmen, ne? Das ist irgendeine Dose. Können wir einstecken oder ja, können wir sogar einstecken. Dosengemüse und Dosengemüse. Okay. Bohnen und Erbsen. Kann ich bei Herr Strauß irgendwas einstecken? Ja, ich glaube sogar schon. Ja, Magenbitter. Hört sich jetzt nicht so geil an, aber... Obwohl, das ist sogar golden. Das ist sogar golden. Und noch ein Gin. Oh ja, oh ja, oh ja, das ist ja voll krass hier. Das ist ja voll krass. Was ist denn ein Magenbitter? Ich schau mal kurz mal rein hier, Magenbitter. Stellt er die Ausdauer komplett wieder her. Okay, geil. Geil. Starker Magenbitter. Also, wir sollten auf jeden Fall Herr Strauß Lager auch ein bisschen weiter verbessern. Das ist schon sehr, sehr geil. Da würde ich sagen, wir jetzt mal zu diesem Kieran einfach. Und mal sehen, was er so sagen kann über die O-Schwanzkills. Speak. Rede. Don't cry, boy. Speak. About your gang. I can't. Da weint ja, Junge. Hör auf zu weinen. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all he is. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a Horseshit. While. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! Oh. What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal. Wollen seine Eier rausschneiden? Of course. You sick bastard! What do you want from me? Oh, shit! Well, you are gonna talk. The only rede lieber, rede lieber, rede lieber! Oh, 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 seine Klöten! Seine Klöten! I know where O'Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there.
Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Das war eine knappe Angelegenheit. Würde ich sagen, wenn wir in der nächsten Folge dann... Ah, Wurfmesser haben wir auch noch bekommen. Geil. Da würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge dann mit dem Kieran dann zu O'Driscoll reiten und da mal sehen, was wir da erreichen können. War eine wieder sehr coole Folge. Also man merkt einfach hier Red Dead 2... Ein Spiel mit so vielen krassen Details und so vielen Ereignissen auch. Dann würde ich sagen, Leute, gerne einen fetten Like dalassen, wenn es dir gefallen hat. Dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.